sind vom Boxen ja einige Tiefschläge gewohnt. Das aber, was Wladimir und sein Bruder gestern während der offiziellen Pressekonferenz miterleben mussten, war eine Schande für diesen Sport. Derek Chisora und sein Landsmann David Hay hatten sich angepöbelt und danach wild aufeinander eingeschlagen vor der versammelten Weltpresse. Gehauen, beides geschlagen, das ist nicht gut für Boxen. Es tut mir leid, für alle, was hat miterlebt. Wie konnte es nur zu dieser Eskalation kommen? Weltmeister Vitali wollte doch ganz friedlich die Fragen der Journalisten auf seiner Pressekonferenz beantworten, als plötzlich Boxrüpel David Hay, der als Beobachter anwesend war, das Wort ergriff. Der Profi im Ruhestand forderte Klitschko heraus. Vitali, warum willst du nicht gegen mich boxen? Provozierte Hay. Aus dem Hintergrund kam ein Nein von Klitschko-Manager Bönte, da Hay zuvor ein Angebot bereits abgelehnt hatte. Hitzige Stimmung im Presseraum, nun mischte Derek Chisora mit und stänkerte. David, du bist eine Schande fürs Boxen. Wenn David Hay ein Kämpfer ist, dann soll er gegen mich boxen. Die Antwort von Hay, du hast doch dreimal hintereinander verloren, du bist doch ein absoluter Verlierer. Chisora stand sofort auf und wollte Hay an den Kragen, doch der schlug unvermittelt und mit aller Brutalität auf Chisora ein. Der Brite ging erst K.O., rappelte sich aber wieder auf und schrie, er hat mich mit einer Flasche aufgeschlitzt. Die beiden Trainer versuchten zu schlichten, doch David Hay verlor wieder die Nerven und griff nach einem Kamerastativ, das er mit voller Wucht Richtung Chisora-Team schmetterte. Dabei verletzte er seinen eigenen Trainer an der Stirn. Danach flüchtete Hay aus der Olympiahalle. Na, das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich Straßenkampf. Das sind einfach Sachen, die nicht gehen und die mit Sport nichts zu tun haben. Ich meine, die Sportler sind auf dem Level auch ein Vorbild, haben eine Vorbildfunktion, gerade auch für Jugendliche. Und deswegen ist das ein absolutes No-Go. Chisora, der mit einem Cut an der Lippe davon kam, war nicht zu beruhigen. Er brüllte immer wieder, ich krieg dich, David, ich bring dich um, ich erschieße dich. Während Hay von der Bildfläche verschwunden ist, wurde Derek Chisora am Vormittag von der Polizei am Münchner Flughafen vorübergehend festgenommen und zum Verhör ins Polizeipräsidium gebracht. Dem Boxer Chisora werden eigentlich drei Sachen vorgeworfen. Zum einen Körperverletzung, zum zweiten Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und zum dritten das Vergehen der Bedrohung. Derek Chisora ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Aber gegen ihn und auch David Hay wird weiter wegen Körperverletzung ermittelt. Der Bund Deutscher Berufsboxer fordert, dass diese beiden Rüpel nie wieder auf deutschem Boden boxen dürfen.